Hallo zusammen, ich bin gerade zurück von einem kleinen Ausflug mit meiner Frau und ich bin total begeistert. Und ich war heute in einem Korallenshop, der wahrscheinlich jetzt mein neuer Lieblingsshop wird. Und ich möchte den ganz kurz vorstellen. Schaut mal rein und lasst euch von der Begeisterung anstecken. Hier mal ein Blick auf die heutige Ausbeute. Ich habe Phosphatadsorber auf Alubasis mitgenommen. Man sollte ja eigentlich regelmäßig zwischen Eisen und Alu wechseln. Das habe ich bisher nicht getan und dadurch eine tolle Beratung bekommen habe und mir auch dieser Adsorber von Triton empfohlen wurde, habe ich den mal mitgenommen und schaue mal, dass ich auch meinem Becken etwas Gutes tue und auch anfange, die Phosphatadsorber entsprechend zu mischen, zu tauschen regelmäßig. Da nochmal die Visitenkarte. Ich blende wie gesagt auch mal die Homepage etc. von Lisa und Sebastian ein. Ich habe einen Kaliumtest mitgenommen. Weil Kalium habe ich bisher nicht wirklich getestet im Meerwasserbecken und ich möchte meine Jodisierung umstellen. Und dadurch brauche ich auch den Kaliumtest, weil diese Color Elements und Fauna Marine haben neben Jod auch Kalium mit, die dann regelmäßig einmal die Woche habe ich vor dosiert werden. Und dann möchte ich selber kontrollieren können, wie sich der Wert in meinem Becken entsprechend entwickelt. Bisher dosiere ich täglich von Nios Your Iodine, das ist an sich ein ganz gutes Produkt. Aber eben, ich mag nicht mehr täglich Sachen dosieren müssen. Wenn man mal nicht da ist, brauche ich immer jemanden, der Sachen ins Becken träufelt und das ist ein bisschen kompliziert. Dann habe ich Aktivkohle noch eingepackt. Bisher habe ich von Fauna Marine das Salz, das gibt es dort auch im Shop zu kaufen. Ich habe diesmal aber von Aquaforest das Reef Salt mitgenommen, habe in einigen Foren schon einiges gelesen, ist auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr attraktiv und ich hoffe, ich werde davon auch genauso begeistert sein und wollte mal, wenn jetzt der Fauna Marine einmal leer ist, auf dieses Salz umsteigen. Dann, was für Korallen habe ich erworben? Ich habe einmal hier gut 3-4 Wirbellose, also Schnecken, habe ich mitgenommen. Ich habe einen Acropora-Ableger. Eine wunderschöne, je mehr im Licht steht, pinke Farbe oder grünlicher, wenn er ein bisschen weniger im Licht steht. Ich zeige euch den später mal am Becken. Ich habe eine ganz tolle Goniopora erwerben können und eine Trachy, so eine wollte ich schon immer haben und zu diesem Preis habe ich noch keine gefunden und die ist wunderschön. Es gab noch so viele andere zur Auswahl, auch Velsophilias und die musste ich unbedingt haben. Ganz, ganz tolle Koralle und ich hoffe, die macht sich auch in meinem Becken schön. Und auch aus Lisas und Sebastians Hauptbecken. Das sieht jetzt hier ein bisschen unscheinbar aus, aber unterm Licht kommt der ganz gut. Montipora digitata, so grün-bläuliche Färbung. Die sind super einfacher zu haltende Korallen. Ich habe zwar solche schon im Becken, aber noch nicht in dieser Farbe. Wir gehen gleich mal hoch an den Computer und ich zeige euch auch mal die Homepage von Lisa und Sebastian. Ich hatte leider keine Kamera, nichts dabei. Handy lag im Auto, wollte ich dann auch nicht nochmal holen und noch mehr Zeit von ihnen in Anspruch nehmen und alles abfilmen. Ich werde versuchen, wenn es für Lisa und Sebastian okay ist, irgendwann nochmal einen Besuch abzustatten. Nicht nur für mich Korallen zu erwerben oder anderes Equipment, sondern auch ihr Showbecken und auch ihren Laden nochmal zu filmen, weil es hat mich wirklich schwer beeindruckt. Lisa und Sebastian haben sich wirklich jetzt außerhalb ihrer Öffnungszeiten unheimlich viel Zeit genommen für uns. Wir waren jetzt über eine Stunde bei ihnen im Laden, haben eine ganz tolle Beratung bekommen, konnten natürlich ihr Showbecken mitten in ihrem Wohnzimmer bestaunen und dann sind wir runter in die Verkaufsräume gegangen, die sich im Keller ihres Wohnhauses befinden. Beide sind wirklich extrem kompetent, sind ultrafreundliche Personen, also es hat wirklich auch Spaß gemacht, Zeit mit ihnen zu verbringen, sich auszutauschen und man hatte jetzt wirklich nicht das Gefühl, dass man nicht im Ansatz unerwünscht ist und es war eine wirklich ganz tolle, freundliche Atmosphäre, kann ich wirklich nur jedem ans Herzen legen, wenn in der Nähe Stuttgart, Singen, Konstanz oder auch aus der Nordschweiz kommt, nehmt die paar Kilometer in Kauf und fahrt nach Hob am Neckar. Das ist wirklich ein ganz, ganz toller, sortierter Meerwasserladen. Fische kann man dort nicht erwerben, nur Wirbellose und eben sehr schöne Korallen. Die Korallen, hat mir Lisa erklärt, sind teilweise handselektiert. Natürlich sind es Ableger aus ihrem großen Schaubecken, aber auch von Importeuren ausgewählt. Das heißt, sind jetzt nicht einfach nur Importkorallen, wo man sie in die Box schicken lässt, sondern Lisa hat mir erklärt, sie sucht sie wirklich von Hand selbst aus, wenn sie vor Ort bei Importeuren sind. So dass sie dann entsprechend schöne Tiere neben den normalen Standardablegern auch bei sich anbieten kann. Und wirklich zu ganz fairen Preisen, muss ich sagen, ohne jetzt auf Details dort einzugehen. Also ich war wirklich extrem überrascht und vor allem kann man natürlich auf ihrer Homepage, die ich euch gleich mal zeige, auch nachlesen, was sie so alles für Becken haben. Aber es war doch mehr, als ich erwartet hätte für jemand,
eine Verkaufsanlage oder ja, generell Meerwasserableger oder Korallen verkauft in seinem Privathaus. Was ich ebenfalls toll fand, ist, sie haben eine gute Auswahl an, ja, an Einzelhandelsartikeln. Das heißt, man vom Salz bis zu Sporenelementen, bis zu Tests, bis zu auch Technik, kann man dort eigentlich alles erwerben. Sie haben nicht nur eine Marke zur Auswahl, sind auf eine Marke eingeschossen oder festgelegt, sondern haben wirklich ein breites Spektrum, auch Konkurrenzprodukte, die sie dann entsprechend ja, verkaufen und Vor- und Nachteile dann auch mit einem ganz fair durchgehen, sodass man dann auch auf sein System abgestimmtes Produkt entsprechend erwerben kann. Sie bieten auch Beratungen an, wenn man zum Beispiel ICP-Tests macht bei Triton oder Fauna Marine, dann nimmt sich Lisa auch die Zeit, geht die Elemente durch und dann schaut man zusammen mit ihnen oder mit ihr, wie man sein Becken optimieren kann. Ihr Mann Sebastian ist auf die Technik spezialisiert, er kennt sich unter anderem gut mit Kalkreaktoren aus und da werde ich sicherlich irgendwann auf Sie zurückkommen, da ich am Überlegen bin, langfristig von meinen Arti Essentials auf einen Kalkreaktor umzusteigen, da doch mein monatlicher Verbrauch immer höher wird und so ist vielleicht doch langfristig eine Investition in einen Kalkreaktor das Richtige. Da werde ich mich auch beraten lassen und hoffentlich über Sie auch ein entsprechendes Gerät erwerben und dann mit Ihnen entsprechend für mein Becken in Betrieb nehmen. Weiterhin muss ich sagen, war ich wirklich überrascht, wie sauber diese Anlagen waren, wie toll die Korallen alle standen. Das sieht man auch nicht immer überall so. Also ganz toll gemacht und ich werde ganz, ganz sicher wieder hinkommen. Ihr kennt ja mein Becken, ich habe nicht mehr so viel Platz und jetzt werden die letzten Plätze mehr oder weniger belegt. Aber man will ja immer mal das eine oder andere austauschen, an andere Aquarianer weitergeben und dann werde ich ganz, ganz sicher bei Ihnen wieder zuschlagen. Und auch jetzt, wenn ich Verbrauchsmaterial wie Salz, wie Sporenelemente, was auch immer brauche, dann werde ich versuchen, bei Ihnen vorbeizuschauen, da Sie wirklich auch konkurrenzfähig gegenüber dem Onlinehandel sind und man solche kleinen Unternehmer wirklich unterstützen sollte, die da so viel Herzblut und Leidenschaft reinstecken. Also Lisa, Sebastian, habt ihr wirklich toll gemacht. Es hat mich unheimlich gefreut, dass wir auch außerhalb eurer Öffnungszeiten spontan vorbeikommen konnten. Vor allem auch mal ohne Kinder, dass wir uns die Zeit nehmen konnten, eure Anlage zu bestaunen und uns ordentlich mit euch austauschen konnten. Ihr habt in uns neue Kunden gewonnen und ich hoffe wirklich, dass ihr weiterhin erfolgreich seid, denn solche Geschäfte wie euch, die braucht unser Hobby. So macht es unheimlich Spaß. Wie versprochen sind wir jetzt mal bei mir oben am Computer und ich gehe mal kurz auf die Homepage von Lisa ein. Adresse ist www.lisas-koralle.de und so sieht's aus, wenn ihr auf die Homepage kommt. Ihr seht direkt das mächtig beeindruckende Showbecken, was bei Ihnen im Wohnzimmer steht. Und wir hatten uns wirklich auch die Zeit nehmen dürfen und es auch bestaunen können von vorne, von der Seite und hatten auch einige Erklärungen dazu bekommen. Wirklich ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür nochmal. Ihr seht, was sie anbieten. Individuelle Beratung, Korallen, Wirbellose, die Technik und andere Aquarienprodukte. Ihr seht es ja von den Produkten, die ich mitgebracht habe, von meinem Einkaufsbummel bei Ihnen. Und sie beraten auch per Telefon und auch persönlich bei Problemen, ICP-Tests durchgehen. Dann, wenn wir weitergehen aufs Team, eben ist es Lisa Blume mit ihrem Mann Sebastian. Und hier steht dann aufgelistet, ich muss, denke ich, jetzt nicht durchgehen. Ihr könnt nachher selber auf diese Homepage gehen. Ich verlinke sie auch unten in der Videobezeichnung. Ich verlinke es dann auch unten in der Videobeschreibung. Dort seht ihr dann auch, um was sich Lisa alles kümmert. Hauptsächlich Tiere, Wasser, Werte und ihr Mann dann eher Technik, Beleuchtung, Anlagenbau. Sie haben auch ein Messebecken, ein mobiles, was ich bei Ihnen anschauen durfte. Dann, wenn ihr Interesse habt an ihrem eindrucksvollen privaten Becken, Showbecken, wie sie es hier nennen, könnt ihr hier die ganzen Details nachlesen. Ich sag mal ganz schnell die Maße. 300x100x70 cm. 2100 Liter Meerwasser. Technikbecken unten im Keller bei Ihnen, das man auch vielleicht mal kurz anschauen kann, wenn es der Betrieb gerade zulässt. Wirklich ganz toll. Ich habe noch nie privat so ein großes Meerwasser-Aquarium gesehen und das ist wirklich toll gepflegt. Und da sieht man wirklich, dass die beiden eine Leidenschaft dafür haben. Oder Lisa speziell, so gut kenne ich sie jetzt beide natürlich auch nicht. Fand ich sehr, sehr toll. Auch meiner Frau hat es sehr, sehr gut gefallen. Vom Laden her ist dann hier beschrieben, was der Laden betrieben wird, was für Becken sie haben. Da zeige ich euch aber vielleicht schnell eine andere Seite. Mal kurz auf Google. So sieht's aus, wenn ihr die Kellertreppe runterkommt zu ihnen bei ihnen im Haus. Gibt es sogar eine kleine Theke, ein Kassensystem, also man muss nicht nur bar bezahlen. Eine gut sortierte Auswahl an diversen Produkten,
sieht jetzt wieder, das Bild ist schon ein bisschen älter, ein paar Sachen sind jetzt neu dazu gekommen, andere gibt es nicht mehr, aber darum geht es jetzt auch nicht im Detail. Macht euch da selber ein Bild, ist wirklich, wirklich toll. Es gibt verschiedene Salzmischungen, auch verschiedene Preisklassen in Aquaforest, was vielleicht ein bisschen günstiger ist zum Preis-Leistungs-Verhältnis, oder Fauna Marine, was ein bisschen hochwertiger ist. Also ihr findet da wirklich alles, was das Herz begehrt und was ich wirklich vorhin schon gesagt habe, so toll finde, dass man auch eine Auswahl hat. Nicht nur diese eine Marke, da sind sie nicht drauf festgehalten, sondern sie haben ein, zwei Marken zur Auswahl und sie bieten nur noch Sachen an, daher sind auch die ein oder anderen Marken verschwunden, Namen nenne ich jetzt keine bei ihnen im Sortiment. Sie bieten nur Marken an oder Dinge an, die sie auch selber gut finden und bei sich selber anwenden. Dann sieht man hier schon links das erste kleine Becken. Habe ich es besser gesehen. Hier auf diesem Bild sieht man das etwas besser. Da waren vor allem LPS-Korallen drin. Hier hinten waren dann LPS-Korallen da. Das Schenkelbecken, hier sieht man es besser. Hier unten, wenn ihr meiner Maus folgt, war wirklich knallevoll. Das sieht jetzt hier noch recht leer aus auf dem Bild. Das war wirklich randvoll mit Ablegern. Und nicht nur Mini-Ableger, sondern wirklich bei manchen Aquarien oder beim Nano-Aquarium kann man sagen, einen riesengroßen Stock. Also es gibt wirklich verschiedenste Größe, verschiedenste Arten, SPS, LPS, hier und da Weichkorallen, auch wenn das nicht so viele waren. Verschiedene Farbrichtungen, wirklich ganz toll und ich fand wirklich, sie standen alle sehr, sehr schön und sehr gut da. Und ich fand auch die Preise extrem ansprechend, wenn ich jetzt aus dem Bodenseeraum mit den ganzen Schweizer Kunden vergleiche, was ich bei meinem lokalen Meerwasserhändler zahle. Da fahre ich da lieber vielleicht die 40 Minuten länger zu Lisa an ihren Shop und habe dort wirklich einen angemessenen Preis. Und vor allem, die Auswahl hat mich schwer beeindruckt. Nicht nur 0815 Tiere, die gibt es natürlich auch, die muss es auch geben. Aber auch jetzt Trachis oder so. Ich zeige euch gleich noch, jetzt wo es in 2-3 Tage die Korallen in mein Becken stellen, was für schöne Goniopora und Trachi ich erworben habe bei ihnen. Und ich hätte gern 5-6 andere noch mitgenommen, hätte ich den Platz dafür. Und wirklich eine ganz tolle Auswahl. Da dann noch vielleicht auch ein weiteres kleines Ablegerbecken, da waren vor allem, als ich dort war am Wochenende, waren dort vor allem SPS-Ableger, vor allem kleinere Ableger. Und sie haben jetzt noch neu, da habe ich jetzt auf die Schnelle kein Bild gefunden. Und wie gesagt, mein Handy und Kamera hatte ich nicht wirklich dabei, als wir jetzt bei ihnen waren. Hier dahinter, sage ich mal, hinter diesem Würfelbecken, haben sie noch ein neues Acrylbecken, was auch auf ihrer Homepage beschrieben ist, wo sie dann auch eine ganz tolle Auswahl an LPS hatten. Und da habe ich auch 2 Korallen mitgenommen aus diesem Becken. Nochmal zurück auf ihre Homepage, seht die Öffnungszeiten, Freitagnachmittag, Samstagnachmittag. Ihr müsst bedenken, Lisa und Sebastian machen das nebenberuflich, das heißt, sie sind Lehrer, hauptberuflich ist auch alles auf der Homepage beschrieben. Und sie bieten zudem noch an, wenn man sie kontaktiert, Kontaktdaten blende ich jetzt hier nicht ein in dem Video und auch nicht ihre Anfahrt und so weiter, das solltet ihr bitte selber nachgucken auf ihrer Homepage. Sind sie auch flexibel. In meinem Fall waren sie sehr flexibel. Natürlich kann man das nicht immer erwarten, aber sprecht sie doch an. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, natürlich kann man nicht immer erwarten, dass Kunden dann etwas kaufen, aber wenn ihr euch dann ausführlich beraten lasst über einen Kalkreaktor, über ein Aquarium, dann schaut doch auch bitte, dass ihr bereit seid, dann über sie zu kaufen. Sie haben wirklich faire Preise. Lasst euch nicht verleiten immer von den Einzelhändlern, Namen nenne ich jetzt auch mal wieder keine, die dann irgendwelche unterm Einkaufspreis oder was auch immer da Rabatte lostreten. Ich glaube, es muss auch fair bleiben, nur so gibt es auch die Vielfalt und so gibt es auch diese kleineren Shops, die nicht nur einfach klein sind, wirklich klein und fein in diesem Fall und deutlich mehr geboten haben, als ich überhaupt erwartet hatte. Ihr seht meine Begeisterung und ich mache das Video wirklich jetzt spontan, daher seht ihr jetzt auch keine bewegten Bilder, weil ich eben das gar nicht geplant hatte, dorthin zu gehen. Ich hatte schon ewig viele Monate auf einem Zettel, wenn ich da vorbeifahre an Horb am Neckar, gehe ich da rein in den Laden. War aber natürlich der falsche Tag, falsche Zeit, aber wir konnten reingehen, meine Frau und ich. Ich möchte es wirklich ans Herz legen, schaut da vorbei, wenn ihr in der Nähe seid. Jetzt gehen wir nochmal kurz ans Aquarium, ich zeige euch nochmal schnell die Neuerwerbungen. Hier jetzt nochmal das Tier Nummer 1, die Trachi. Die sind wunderschön aus, die Farben kommen jetzt leider auf dem Video nicht so toll. Hat ein ganz, ganz schönes, helles Grün, Blau und einen tollen pinken Rand. Wirklich toll. Habe ich lange gesucht, so eine schöne Trachyphylia. Dann haben wir hier Goniopora. Wunderschöne Polypen, schöne Zeichnung. Auch das sieht jetzt unscheinbar aus. Aber so viel tolles Detail an diesem Tier. So viele tolle Details an diesem Tier. Bin einfach nur glücklich. Und, oh, das ist jetzt schwierig für euch zu filmen, ganz da hinten auf diesem
Palm Aquaristik auf der Coral Bank. Ist wirklich ein kleiner Frack von einer tollen SPS. Die hat genial lila Spitzen und noch ein bisschen eine grüne Grundfarbe. Sollte aber mehr lila oder pink werden. Sie hat genial pinke Spitzen und noch einen grünen Körper und sollte so tischförmig wachsen mit der Zeit. Sie ist schon schön auf dem Ablegerstein festgewachsen. Das ist jetzt ein Ableger aus ihrem Showbecken, aus ihrem privaten Becken, den ich da erstehen konnte. Und bin mal gespannt, wie sie sich entwickelt. Sie könnte noch ganz pink werden, weil sie halt, ich habe sie echt recht hoch ins Licht gestellt und auch noch diese Zusatzbeleuchtung, auf die ich bald eingehen werde, in die Richtung gedreht. Und das andere ist jetzt recht unscheinbar, das ist mal wieder eine Monty Pucha Digitata, die habe ich auf die Monty-Platte geklebt, die soll dann schön bis zur Wasseroberfläche wachsen. Das ist ein recht großes Stück, auch aus ihrem Showbecken ein Ableger und ja, das ist jetzt eine tolle andere Farbe, die ist so grün-bläulich und bin mal gespannt, dass da hinten in der Ecke halt eben noch ein bisschen was schön hochwächst bis zur Wasseroberfläche, dachte ich, die nehme ich auch noch mit. Da hat sie ganz viele verschiedene Ableger gehabt, auch in verschiedenen Größen. Einen Punkt hätte ich beinahe vergessen. Wenn ihr die Koralle abonniert habt, dann könnt ihr die Nummer 106 vom August, September 2017 kaufen. Dort ist nämlich auf der Seite 78 das Showbecken, oder besser gesagt das Privataquarium von Lisa und Sebastian Blume beschrieben. Schaut doch da auch mal rein, dann kriegt ihr einen besseren Eindruck, wie das Becken entstanden ist und was es alles so bietet. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und schaut doch mal auf der Homepage vorbei von Lisas Koralle. Sie freut sich ganz bestimmt, wenn der ein oder andere von euch auch mal im Laden vorbeischaut.